Wo bist du denn hin? Ja, ja, bei dem Char. Passt. Deine Sachen behalten wir noch für die anderen Chars vielleicht. Ist ja geil, dass das Outfit aus mehreren Sachen besteht. Kann ich aber jetzt... Hey, Maggie. Kann ich aber jetzt das Outfit, was ich vorhin hatte, nicht mehr anziehen? Ach doch, das ist ja hier. Ach so, das... Ah, das lädt... Okay, okay. Also, Maggie, du kommst gerade rechtzeitig. Ich hab... Mein Char ist jetzt hier on point. Hier, guck mal an hier. Also, ich mein... Ne? Also... Was sagst du? Was sagst du? For the Horde. Ach, da sind Flüge. Ja, ja, die sind ganz wichtig. Die sind halt das Wichtigste im Outfit. Hast du recht. Die zeigt. Hey, ich hätte da wirklich Lust auf das da. Also ich hätte so richtig. Die Kappe kann man ja auch ausblenden, ne? Die Mütze. Ich glaube, das muss. Das ist auch wild, aber das ist halt schon. Ohne Mütze, das da. Ja, nee, das Schild habe ich ja. Das Schild habe ich ja ausgemacht wegen den Flügeln. Das Alibi ist das, ne? Das wäre ja cool. So wäre das nice. Was sagt ihr dazu? Das hier mit Flügel und ohne Cappy. Endlich Spaß am Spiel haben. IT. Nope. Das ist zu teuer. Jetzt habe ich das hier erstmal als Alibi-Ding. Jetzt haben wir erstmal das da als Alibi. Da. Wieso schreist du mich eigentlich in der Früh um 9.11 Uhr an? Hey, wir haben es verpasst, Leute. Lol, wir haben es verpasst. Ich wollte Countdown machen. Für lauter ein. Hier. 30 Tage und 16 Minuten. Dauerhaft online. 30 Tage, 16 Minuten. Ich wollte einen Countdown bei 30 Minuten machen, aber ich war so aufgegeilt. Also ich war so abgelenkt hier bei den ganzen Outfits hier. Einfach gigantisch hier. Geil. Yes, Dankeschön. GZ. Hype. Und wie schon oft angesprochen, leider habe ich keine Keys, keine Giveaways, keine Geschenke für euch. Aber das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich bedanken für die Zeit, die ihr mit mir verbracht habt. Richtig geil. Dankeschön für die schönen 30 Tage. Kuss, lasst euch drücken und umarmen hier. Dankeschön. Aber ich kann doch was verschenken. Ein Sub kann ich verschenken. Es ist besser als gar nichts. Ich habe irgendwann vielleicht, schenkt mir irgendjemand Keys, dann schenke ich die euch weiter. Werde euch alles geben, was ich kriege. Ich brauche gar nichts, schon so oft gesagt, aber ein Sub, random hau ich raus. Komm, wir machen sogar zwei, oder? Ne, wir machen immer wieder mal eins im Laufe des Tages für 30 Tage Hype. Einfach wieder mehr ins Minus gehen jetzt hier. Wo ist denn das? Also, einfach random ein Sub verschenken. Abo verschenken. Moin, Toto. Ich weiß nicht, ob das geht. Und ich hatte das Spiel doch erst Samstag entdeckt und Sonntag habe ich es gespielt. Also einen Tag hatte ich Puffer. Wegen Elion. Ich dachte, wäre es wegen mir hier. Na gut, dann wegen Elion. Troik. Du fängst mal an. Das heißt 30 Tage Hype hier. 30 Tage Gags, 24-7. An der Backe. Ja, okay, das lasse ich fast gelten. What? Boah, geil, Geschenke. Boah, Maggi, was zum Teufel? Boah, geil, Geschenke. Jetzt geht's aber los. Boah, geil, Geschenke. Dankeschön. Boah, dankeschön. Boah, geil, Geschenke. Ehre. What? Boah, geil, Geschenke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Krass. Kann ich jetzt reden? Keks? Vielen, vielen herzlichen Dank, Maggi, für einfach rausgeschallert bis zum geht nicht mehr. 10 Subs einfach rausgeschallert. Vielen, vielen herzlichen Dank für den ultra, ultra Support. Danke dir. Lass dich drücken. Dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr geil. Einfach rausgeschallert hier. Dankeschön. Support ist da. GZ an. Kann ich euch alle kennen hier. Saphirox, Kochschinken, Maurice, Gural, Möpschen hier, Axel, Mister, Levoya und Alex. 8 von 10, glaube ich, kenne ich. 8 von 10. Dankeschön. Sehr krass. Ich lese mir das gerade mal nebenbei durch. Genau, die Auswahl ist random. Das ist einfach random hier. Vielen, vielen herzlichen Dank. Woher kriege ich denn meine Nutzer-ID? Hallo, mein Name ist... Ich spiele seitdem... Wann spielen wir das Spiel? Seit dem 24.10.2021. Mit Leidenschaft auf meinem Kanal. Hier meine Community. Boah, geil. Ah. Geschenke. Lol, Humops. Gifte der Tier 2? Bist du sicher? Tier 2 hast du nicht verklickt? Gifte der Tier 2. Dankeschön für Tier 2 an Roffeldikopter. Danke für den Support, Humops. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke, Leute, dass ihr hier seid. Dass ihr einfach die Zeit hier verbringt. Hier. Dankeschön. Danke dir, Humops. Wir kennen uns schon so lange hier. Ich habe sehr viel Spaß und genießen... Vielen Dank für das Abo.
Vielen Dank, wie lieb von dir. Die Community immer weiter wächst. Auch hier, Kain, vielen, vielen herzlichen Dank. Einfach für den Prime. Twitch Prime ist gegönnt. Danke dir. Lass dich drücken, lass dich umarmen. Danke dir. Roffel, die Kopter, jetzt aber langsam reiten. Nicht übertreiben. Dankeschön, Dankeschön für den Support. Vielen Dank für das Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Jiroka gönnt auch noch. Leute, Leute, ist okay. Dankeschön. 30 Tage Party. Dankeschön, Dankeschön für den Prime. Einfach reingesappt, Jiroka. Danke dir, jetzt bist auch du ein Teil unseres Sabrina-Teams. Lass dich drücken hier. Einfach mal drücken. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für den Support. Ich muss gleich weinen, Alter. Das ist ja so viele Tage und dann... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bewerbe mich hier gerade hier. Ich habe geschrieben, hallo, mein Name ist Gex und ich spiele seit dem 24.10.2001 Elo mit Leidenschaft auf meinem GexTV Twitch-Kanal. Meine Community und ich haben sehr viel Spaß und genießen Tag für Tag Elo, während die Community immer weiter wächst. Meint ihr, das ist okay? Würde mich freuen. Ist das ein Partnerprogramm oder was ist das? Ein Partnerprogramm. Hier bei Elion hier, ne? Schreibe ich das gerade hier. Ein Teil eines... wunderbaren Teams zu sein. Ja, keine Ahnung, was soll ich schreiben? Ich würde mich freuen, am Partnerprogramm teilzunehmen und ein Teil eines wunderbaren Teams zu sein. Hier, was, ich würde mich gerade bei Elion bewerben, als Freund. Ich tue mich als Freund bei Elion bewerben. Das wird schon passen, oder? MFG Gex. So, Elion. So, hallo, mein Name ist Gex, ich spiele seit dem 24. What? Seemsgut 500. Boah, danke schön, Kain. Einfach 500 Bits rausgeschallert. Dankeschön. Lass dich auch drücken. Danke dir, sehr, danke dir. Für den Support, Leute. Wahnsinn. Ich bin jeden Tag am Struggeln und ich bin heute auch aufgewacht um, weiß nicht, wann ich aufgewacht bin, so um 6 oder sowas und wollte nochmal pennen, weil ich noch ziemlich müde war und habe so viel Kopfschmerzerei gehabt von den ganzen Themen, die ich in letzter Zeit mit euch gesprochen habe. Da sind noch einige dazugekommen. Ich konnte einfach nicht mehr einschlafen, da bin ich einfach aufgestanden und habe mit euch die Zeit verbracht. Oder ich genieße sie mit euch. Dankeschön. Danke für den Support. Dankeschön. Kennt ihr das, wenn ihr dann aufwacht und auf einmal habt ihr irgendwelche Sachen im Kopf und dann werdet ihr nicht mehr los? Dann kann ihr nicht mehr einschlafen, dann habt ihr Bauchstechen, Herzrasen und ihr wisst nicht mehr, was ihr machen sollt. Einfach aufstehen und ablenken und vergessen. So, habe ich noch... jo, hallo, mein Name ist Gex, ich spiele seit dem 24.10.2021 Elion mit Leidenschaft auf meinem GexTV Twitch-Kanal. Meine Community und ich haben sehr viel Spaß und genießen Tag für Tag Elion, während die Community immer weiter wächst. Ich würde mich sehr freuen, am Partnerprogramm teilzunehmen und ein Teil eines wunderbaren Teams zu sein. Oder um ein Teil, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich schreiben sollte. MFG Gex. Wo kriege ich denn meine Nutzer-ID her? Es gibt Alien, es gibt Garden Tales und es gibt Moonlight Skulptur. Ich stimme zu. Benutzername. GAXTV. Habe ich. Achso, wie viel ich streame, genau. Stimmt. Da ist der recht, Dankeschön. Was soll ich sagen? 24/7 Stream on Point oder was? Nein. Was soll ich da hinschreiben? Mein Stream läuft jetzt 24/7? Kappa? Oder? Ich streame. Kann ich schon wieder Leidenschaft machen? Ich streame. Was gibt's denn noch für Synonym für Leidenschaft? Tag für Tag und aktuell sogar 24 Stunden mit sehr viel Spaß und Freude. Ey, das klingt so scheiße. Ich streame Tag für Tag und aktuell sogar 24 Stunden mit sehr viel Spaß und Freude. Was ist denn das hier? Ey, das ist so peinlich, was du schreibst. Ich hasse sowas, aber was soll ich machen? Ich kann sowas nicht. Mit sehr viel Spaß und Freude an der Leidenschaft. Ich bemühte mich mit Kräften. So, mit sehr, sehr viel Spaß und Freude. Und bin dabei enorm am Elion suchten. Sollen wir es machen? Zwinker-Smiley. Sollen wir sowas machen? Ich bin ein motivierter Streamer, der 50 am Stream ist und immer Namen... in einer Community zu sein. Das ist nicht schlecht hier. Also ich habe geschrieben, ich streame Tag für Tag sogar 14 Stunden mit sehr viel Spaß und Freude. Bin dabei enorm am Elion suchten, Zwinker-Smiley. Das sehen die doch alles. Also die sehen das doch alles. Also ich habe den Kanal angegeben, ich gebe die ganzen Channels an, ich gebe die IDs an, sehen die das nicht? Ich muss einfach nur kurz vorbeischauen und Analysen anschauen sich. Okay, dann kann ich das mal hinschreiben. Ich weiß halt die Zuschauerzahlen nicht, Leute. Ich schaue halt darauf nicht, auf sowas. Ist mir egal, also ich bin nur dafür da, um... mit euch Spaß zu haben, ob jetzt eine Person da ist oder 100 oder 20 oder 15. Das ändert sich ja sowieso Tag für Tag. Also laut meiner Statistik ändert sich es Tag für Tag. Was soll ich denn schreiben? Keine Ahnung, es ändert sich halt immer wieder. Das ist aber super, Rotzkatze, danke. Dann tue ich meinen Satz enden. Streame Tag für Tag mit sehr viel Spaß und Freude. Bin sehr viel Spaß und bin dabei am Alien suchten. Genau, Alien suchten. Ich bin ein motivierter Streamer, der derzeit... 24/7 am Stream ist und um immer nah mit der Community zu sein. Community noch groß und Punkt. Habe ich. Danke dir, Toto. Moin, Raija. Moin, Tobiso. So, ja, sehen die das nicht? Also Hauptkanal, Twitch TV von Gex habe ich ja da. Und Moin Engel habe ich gelesen mit der ID. Dankeschön. www. Okay, dann schreibe ich das mal.
Danke dir, Northgard. In den 24 Stunden eine Rich Viewer Zahl von... Das ist geschrieben 139, okay. Ich weiß, das, die weiß ich gar nicht, die Zahl. Dankeschön. Ich habe mich nicht mehr drum gekümmert, Statistik und sowas. Ja, okay, habe ich, danke. Dann habe ich noch hier Discord-ID. Brauchen die noch? Soll ich? Ich habe jetzt... Ich sage doch, wenn ich Twitch-Kanal, Nebenkanal, soll ich da... Ich gebe da auch Twitter und alles ein, scheißegal. Ich gebe da Twitter ein und fertig. Ich habe zwar nicht viele Sachen da, aber einfach machen, oder? Ich gebe einfach die ganzen Daten ein hier. Twitter.com habe ich. Ich mache auch von mir aus YouTube. Ah, nicht YouPorn. Huch, verdammt, was ist denn das immer? Wieso kommt immer YouPorn automatisch, wenn ich YouTube eingeben will? Gex, was hast du da gemacht? Chat, warum ist das so? Warum kommt immer was anderes, wenn ich das eingeben will? / Gex 1980. Ich verstehe nicht genau, warum kommt dann immer was anderes, wenn ich das eingebe? Also wenn ich U eingebe, kommt immer, also... Ich sag's euch, ich verstehe das nicht. Huch. Ja, das reicht schon. Wenn ich... Was hast du geschrieben oben? Wenn du dich auf der Innenseite angemeldet bist, oben rechts in der Ecke. Da steht gar nichts. Overview? Oben rechts in der Ecke. Warte mal. Woher soll ich meine Discord-ID rausfinden? Wie ist die denn? Wie ist denn die Discord-ID? Freitag geht er mal nicht da. Wann sind die anderen Hats? Nächsten Freitag. Also ich brauche noch... So, mach mal gleich hier, Tobi, so. 25 verstehe ich nicht vieles, nicht so wirklich. Ich würde einfach die Wachstums... 41. Einfach die Wachstumsquest weitermachen. Das habe ich auch gemacht. Immer die Wachstumsquest. Und dann kommt es mit dem ganzen Gear schon, falls es wegen Gear ist. Und um der Community auch die Vorzugsspiele noch besser präsentieren zu können, würde ich mich sehr freuen, Partner. Oh, das ist Pfeife. Dankeschön für den Support. Wow. Ich streame jeden Tag. Dann tue ich das hier weg, den Satz. Ich werde motiviert, das Streamer dazu in der Community zu sein. Und um der Community auch die Vorzüge des Spiels noch besser präsentieren zu können, würde ich mich sehr freuen, ein Partner von euch zu werden. Okay, dann bräuchte ich nach dem nächsten Satz nicht mehr machen. Habe ich. Dankeschön. Ultra. Ich kann dazu was gar nicht über mich selbst irgendwas schreiben. Das ist total peinlich. Doc-ID steht, die CID steht unter deinem Namen unten links. Achso, bei mir schon mal. Bei mir ist das Gear so. Kann ich mal kurz das Gear einblenden. Das ist alles durch die Dinger, durch die Quester. Du bist eigentlich nicht durch. Du kriegst noch mit 2, 14, 43 weitere Wachstumsquests. Irgendwie bist du da nie durch. Die CID steht unter... Ach, du meinst die ID, wann sie haben? Die ganz normal. Ach so, ich dachte... Natürlich, na klar. Einfach normal diese... Ach lol, mein Name. Hier, GexTV und dann Gedönse da. Hier, GexTV, Rautet, bla bla bla. Ach, das ist die ID. Ich dachte halt vom Discord selbst. Also mein privaten... Ach so, also mein eigenständiger Name da. Servername Andromeda, oder? Andromeda. Ich war noch die Nutzer-ID, dann habe ich alles. Auch alles Wachstumsquest. Ich habe nichts anders gemacht. Auch alles Wachstumsquest. Total geil. Kein Gear von woanders. Nur noch die Nutzer-ID. Information Country. Coins 0. Orders. My Information. GexTV. Überall GexTV steht da. Web Inventory, Security, Connection, Orders. Ich habe keine. Ich brauche noch die ID von Alien hier. Von meinen Kakao Games. Ich finde die echt nicht. Oben rechts in der Ecke steht noch GexTV. Kein. Hier. Wenn oben rechts in der Ecke steht GexTV und ich dann draufklicke, ist mein Account und Logout. Moin, moin, Sunny, was geht? Hier. Jetzt geht's seit neuestem noch mit Chrome, ne, wieder. Also hier steht nichts. Also wenn ich hier draufklicke, dann steht GexTV. Steht überall GexTV, egal wo ich draufklicke, überall GexTV. Überall nur Gags steht überall. Gags TV, alles. Ist das dann nur... Ach so, ja, nimm ich das. Okay, passt. Weißt du, was ich mich verwirren hab lassen? Wegen ID. Nutzer-ID. ID ist für mich halt eine Zahl, aber das ist schon richtig. Es ist schon... Ja, aber Gags TV, passt schon. Ja, ich schick das mal ab. Scheißegal, man kann nichts verlieren. Es geht hier um Alien hier. Vielleicht sagt ihr Alien ja, Twitch sagt immer nein. Alien sagt vielleicht ja oder nein. Ist auch scheißegal. Im Endeffekt, egal was da rauskommt, es ist wurscht. Wir machen weiter, haben unseren Spaß. Wir lassen uns für niemanden den Spaß verderben. So, habe ich. Überprüfen, TV, YouTube, Andromeda, GexTV. Gex, ja, habe ich. Du hast deine Anmeldung zum Kakao Games Fahrtprogramm eingereicht. Okay, da habe ich das mal gemacht. Dann habe ich das mal gemacht. Und bestimmt schauen die dann nachher rein, wenn ich WoW spiele. Beste Leben. Dann schauen die nachher rein, wenn ich WoW spiele. Imagine, da gibt's Prügel. Ah ja. So, auf jeden Fall danke für den Ultra-Support. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euren Tag Zeit für Tag mit mir verbringt und Sachen und Dinge und Schweinereien macht. Wir feiern 30 Tage. Ich habe schon jetzt einige Geschenke von euch bekommen hier. Geschenk-Abos und Bits und sowas. Vielen, vielen Dank. Und
Ich hab, wie versprochen, haue ich auch mein Geschenk raus. Wenn ich dann irgendwie was bekomme, vielleicht an irgendwelche, durch dieses Programm, vielleicht bekomme ich was für euch. Irgendwelche Pads, irgendwelche Mounts, Outfits, wäre doch ultra. Einfach alles euch geben, scheißegal. Ich brauche nichts, Chat. Deswegen haue ich einfach das versprochene Abo raus. Random Abo an einen von euch. Let's go. Ich weiß es nicht viel, aber eine Kleinigkeit. Kleinigkeit. Kommt irgendwie random. Boah, geil, Geschenke. So, bitteschön. Bitteschön. Ich habe mir gedacht, ich mache Earlicking zum 30. oder ich mache Hot Tub, aber das habe ich nicht ganz geschafft. Das tut mir sehr leid. Das Einzige, was geschafft wurde, ist dieses Teil da, aber mehr auch nicht. 30 Tage Party heute. Ganzen Tag. Bis 18, 19 Uhr Alien und danach bisschen Wow und dann morgen wieder Alien. Das habe ich auch gemacht, die ersten Tage, ne? Einfach ohne rumgelaufen. Das lootet und gibt Stats. Mehr XP und weniger Rüstung. Ist kaputt, ne? Mehr Rüstunghaltbarkeit. Oh, danke denen für den Support. Okay, ich freue mich. Was haben wir heute noch geschafft? Gar nichts. So, dann machen wir mal bei dem Stützpunkt hier beim zweiten. Ich habe es auch einmal bekommen hier. Ja, kann ich das? Ich tue da einfach ganz normal Einkommen und, also Ausgaben und Einnahmen eingeben bei der Steuer. Pro Steuer ist noch gar nicht fertig für dieses Jahr, Kappa. So, let's go. Jetzt haben wir unsere Kleine schön angezogen hier und haben Spätzle gemacht. Jetzt Action Jackson hier. 30 Tage Party. Leider haben wir den Countdown verpasst. Ich wollte eigentlich einen Countdown machen, aber ich war zu sehr mit meinem Sack, also mit meinem Super, also ne. Ich hab meinen Charakter angeschaut und ich war wild. Doch wild, sage ich ja. Ach so, was ich mal testen wollte. Ich wollte mir den epischen Bladestorm freischalten. Schon wie der so ist. Zum Grinden. Ist bestimmt entspannter, als das Hammer-Ding stehen bleiben. Komm, wir machen das schnell. Ich werde den ja eh brauchen. Wer mag seinen Namen? Beste. Ist das so ein Geheimtrick? Oh, das geht voll schnell jetzt mit dem Laden heute, krass. Testen wir das mal. Ich wusste nicht, wozu ich das nehme. Mal auf geht's, wieder ein Taschenplatz frei hier. So, dann habe ich hier Kriegsherr. Jawohl. Dann möchte ich freischalten. Schildblock Zyklon, hier. Öffnen. Fertig. Testen wir das mal. Ach so, muss ich nochmal anwenden. Voller Schreck gerade, Alter, dass es nicht da ist. Das da? Lol, 63 Punkte. Ist kein Problem, ich kann die Sachen hier rausnehmen. Ich habe gestern welche reingetan, die ich nicht unbedingt brauche. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das muss nicht unbedingt sein hier. Achso, kann ich das rausnehmen, das machen. Nur einmal chargen. Okay. 3, 4, 5, 6, 7 und dann. Okay, testen wir das mal. Kann es sein, dass das heute... Achso, das ist ja noch nicht Primetime, oder? Es läuft ja jetzt voll flüssiges Spiel gerade. Ah gut, es hat zwar vorhin kurz geleckt, aber die Ladezeiten gehen schneller hier. Im Haus war ich super schnell drin. Wenn nicht, dass ich Sachen anziehe, aber schauen wir mal. Okay. Nicht, dass der mehr Schaden macht als der andere, ne? Jetzt Stacks hier aufbauen, das zusammenziehen und jetzt Playstorm. Weiß nicht, ist das besser zum Grinden? LOL! Hab ich einfach hier... Ich weiß nicht genau. Macht halt nichts so viel Schaden wie der eine Hammer. Die sind auch alle so weit weg, Leute. Schau mal an. 7 Stacks, go. Es ist halt trotzdem langweiliges Grinden mit dem. Hallo? So oft gezielt mit dem. Ich müsste davor Q drücken. Ich mach davor noch Q. Und dann das. Und ich CC muss. Trotzdem. Was ist denn das? Warum werde ich ein CC trotzdem? Lol. Ich drück das hier. Erhöht. Blablabla. Gewährt Immunität gegen alle Schock- und Außergefecht. Das sind Effekte. Aber trotzdem hat er mich festgehalten am Boden. Keine Ahnung. GZ für 43 hier. Kurz aufbauen. Nur 7, 6 muss nicht so lang. Jetzt mache ich 4, 3, Q und 1. War nicht schon low. So eine 7 Stacks aufbauen. Q habe ich jetzt nicht. Das, das und das. Let's go. Let's go! Was ich noch mache, ich nutze mal diesen Jump hier. Einmal zum Testen auf R. Kann ich das anvisieren oder ist das einfach so random? Ich will ein bisschen das Grind optimieren. Wenn ich jetzt R drücke. Das, Q und 1. Chargen. E. Hätte noch vorher mehr Schaden müssen machen müssen mit E. Und noch bei 1 hier, oder? Ist das jetzt besser als letztens? So, nee, falsche Taste. R. 2, 3, Q, E und jetzt. Jetzt hat mehr Schaden. Jetzt maximal Damage Output. Mehr geht nicht. Kann ich aktuell nicht machen. Eins, das da, komm. Junge, bis es mal 10 wird, gell? Ja, das ist halt... Vielleicht muss ich da auch eins machen. Dann mache ich da auch eins gleich. Ich weiß nicht, ich muss schauen, was nach diesen Dingern wird. Und ich musste dieses Drachending mal probieren hier. Weiter testen. Q, E, R, 4, 4. Jetzt maximal Damage Output. Komm. Ne, habe ich nicht geschafft, Maximum. Ich habe nicht alle Stacks gehabt. Jetzt aber, komm. Gibt es noch etwas, was ich den Bladestorm begünstigen kann? Es gibt doch da bei diesen J-Taste, was Projektile begünstigt. Da habe ich das angemacht, hier wegen Projektile hier. Jetzt warten 3 Sekunden, dann kann ich loslegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, E, Q, R, 3, 2, 1. Come on. Echt? Wie habt ihr denn eure Pads so hoch? Habt ihr eure Pads so hoch hier?
Hast du nur gesehen? Okay, ich dachte schon hier. Irgendwas Gutes dabei? Noch nicht. Genau, da hab ich zwei der Katzen fusioniert, aber wie komme ich nochmal ins gleiche Pattern? Ohne Geld auszugeben. Okay, Q, E, 2, 3, 1. Dann nochmal linke Maus, also vorher drücken. Warte mal. Was begünstigt noch den Wirbelsturm? Ja gut, ich muss jetzt grinden. Ich habe hier 18 Lorbeerkranz noch. Da ist noch einer. Gandalf ist da. Die linke Maustaste mehrfach Stacks aufbauen. 2 und 1. Ach so, ich bin ja fertig mit der Quest, lol. So gerade konzentriert hier auf dieses ganze Ding hier. Sollte nur etwas aus dem Kampf kommen. Übungsplatz, sagt er. Machen wir das mal. Was kriegen wir denn Schönes? Ach so, nee, falsch, lol, will ich gar nicht. Jawohl, eben die Rune, eben rausgegeben, krieg ich eine neue. Okay, schön. Ja, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt machen, oder? Oder später einfach raus hier. Nice. Habt ihr denn schon so von den Partner-Streamer gesehen? Haben die dann irgendwelche Geschenke oder sowas? Bekommt ihr dann, dass die euch Geschenke geben können? Oder habt ihr das noch gar nicht beobachtet? Die Wachstumsquest zu Ende oder was? Ich würde da noch gerne ein paar Minuten grinden, aber halt nicht ohne die Quest hier. Ich bleibe aber momentan bei der Skill und schauen wir das mal an hier. Es wirkt jetzt nicht schlecht. Wirkt jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. So, was ist denn hier? Der schon wieder. Was will der? 33, 34. Schließe die Haltung, ab. Du kannst... Was hier? Was will der alles, dass ich mache? Was will der alles? Ist ja ganz wild mit denen. 5 Minuten? Ja, aber wir müssen hier noch auf jeden Fall 14 Minuten rummachen hier. Wenn das mit dem Looter. Okay, was gibt denn das Ganze? Was kann ich denn alles noch nehmen? Das, Mana, Kiste. Jetzt nichts, wo ich sage, ist halt wirklich krass. Also, oder irgendwelche Items, die ich halt noch nicht habe. Hier, das, Leben, Gold. Ich finde halt die Items nicht schlecht hier, sag ich mal, die man hier kriegt. So, nicht mit Leben. Fange einen Barsch. Egal, machen wir das auch mal. So, dann machen wir das hier erstmal. 10 Uhr ins Ding reingehen. Ich habe gehofft, dass die mir das geben. Ja, bekommst du auch die, also die Offhand, ja. Hab ich auch von da bekommen. Genau, von der Wachstumsquest und wie man das alles nennt hier. Sehr geil. Stört dich das oben links mit dem Uptime? Und am Anfang war es mir so gleichgültig, aber jetzt 30 Tage ist schon so ein Meilenstein. Stört das im Stream? Oder kann ich es da lassen? Ich kann es auch wegmachen, nur zwischendurch mal anmachen. Müsst ihr mir sagen. Ihr seid hier. Ihr müsst es ja sehen, ich sehe es ja nicht. Ein bisschen stolz bin ich jetzt schon. Na, ein bisschen stolz. Kleiner. What? Ja, wow, mach ich. Wenn du sie per Play Kakao Games holst von der Webseite, aber bei Web Inventory sind sie dann hier irgendwo. Hier ist ein Geschenk oder so ein Geschenkdings da. So ein Geschenk ist da. So auf Play, auf einer Herstellerseite, Play Kakao Games, Web Inventory, schickst du dir ins Inventar, dann hast du hier Geschenke. Also machen wir es gleich kleiner. Wie, du bekommst echt? Hast du keine mehr verdient, sagst du? Was hast du denn angestellt? Gib's doch zu. Was hast du gemacht? Habe ich denn hier überhaupt Zugriff auf meinen Dings da? Wo ist denn mein Teil hier? Ja, die sind schätze ich mal jetzt schon ein bisschen eingespannt, hä, von dem ganzen Zeug hier. Die müssen schon ein bisschen viel machen. Ist das doch bei mehreren so? Ist das nicht nur bei Darkface so? So. Kleiner sagt ihr. So, kann man das noch sehen? So, ja. Vielleicht sogar ein bisschen größer, dass die Zeichen noch so verschwinden. Was meint ihr? Über die Zeichen drüber? Auf jedem Char. Ich glaube, nur auf einem Char zählt das, ne? Auf einen Char. Bin mir nicht sicher, ob das Game so Twink-freundlich ist. Keine Ahnung. Geht das noch herauszufinden? Warte. 7 Minuten mit dem Kranz und... Also, wir können schon rein. Wer jetzt in den Portal rein will, das ist 10 Uhr. Ihr könnt rein, ist offen. Sonst wird mir dieses Polen dauert ewig. Ist das jetzt besser mit dem Grinden so? Was meint ihr? Schon, oder? Mit dem Blade-Sturm hier. Wirkt zumindest so, keine Ahnung, bin ich sicher. Aber mit dem Hammer, mit dem Hammer stehen bleiben ist halt immer doof. Lieber hier ein bisschen ausweichen. Ich habe halt mehr Übersicht, wenn ich mit dem hier, mit dem Blade-Sturm dran bin. Hier kann ich noch ein bisschen bewegen und ausweichen, wie fähig. Ich glaube, das ist noch ein bisschen, ich mache ein bisschen leiser das Spiel. So, mein Ding ist bald vorbei, 5 Minuten. Ich würde einfach mal auf einen anderen Char loggen. Einfach so mal so einen Spaß testen hier. Soll ich dann diese ersten 20 Level skippen? Oder soll ich das trotzdem machen, um den Char kennenzulernen? Wie ist das bei Twings? Lohnt sich das? Gib mal doch lieber kennenlernen. Wow. Mal kurz schauen wegen dem hier. Gab es das bei der BDO mit dem Spielehandel? Verringert die Energiekosten von Hieben 100% und erhöht die Kraft um 100%. Anstatt auf einer bestimmten, auf den Bestimmungsort richtet sich der Angriff auf eine Stelle 15 Meter vor dem Wirker. Die Ablenkzeit setzt sich zurück, wenn der Angriff ein Ziel trifft. Deswegen kann der andere immer jumpen. Ich muss mal kurz, ich bin jetzt ein bisschen experimentierfreudig, wenn ich Weil ich muss ein bisschen was ändern. Ich muss ein paar Sachen verändern. Ich möchte ein bisschen neuen Schwung hier reinbringen in das Teil, ne? Und da möchte ich einfach testen. Ist mir egal, ob ich die Sachen verbrauche oder nicht. Ich möchte ein paar Sachen testen. Ich brauche nochmal diesen Koreaner. Wo ist denn der? Warte, ich hab doch hier. Morgen, Witzart. Na, wie ist es? Alles klar? Ich hoffe, die tun dann noch ein bisschen fixen das Ganze mit dem... Ja, Webbin, genau, wenn Maggie schreibt, aber...
Hast du nicht eh schon das gemacht? Ich dachte, das hast du ja schon gemacht. Deswegen, also ich wollte es auch schon sagen, was Maggie geschrieben hat. Maggie? Mensch. Aber ich dachte mir, das hast du eh schon beachtet. Hat der das? Der hat das aber auch drin. Scheiße, der ist auch drin. Muss ich ja. Hat das drin? Was könnte ich denn rausnehmen? Das da drin? Das da drin, das Springen. Das da drin. Jo. Ja, den Umständen entsprechend hier. Ich war von 2 bis 6 Uhr lag ich im Bett. Ein bisschen was gepennt und dann seitdem wieder aktiv. Ja, müde wie immer eigentlich, aber wir feiern heute 30-Tage-Party. Wir haben uns schon ein bisschen gut gehen lassen. Und wir widmen einfach den ganzen Tag heute so auf 30 Tage Dauerstream, Feier, Party und so weiter. Ja, Dankeschön. Also das war jetzt alles nicht geplant. Das war jetzt mehr so, weniger so eine Idee, weil ich mich ja nicht so gut fühle. Und dann würde ich halt nur streamen, wenn ich mich gut fühle. Und dann dieses Außenanschalten des Streams. Also mache ich jetzt einfach. Solange es einigermaßen funktioniert, lasse ich den Stream an. Wenn es dann nicht geht, mache ich halt dann, pausiere ich halt dann kurz. Aber deswegen immer Anlass nehmen. Ich probiere gerade neue Sachen. Ich möchte ein bisschen Schwung hier mit reinbringen hier. Also kommen die Drops bei dir auch nicht im Web-Inventory an, oder was? Sherpa? Das ist natürlich kacke. Wenn du alles verbunden hast und sowas. Das ist weird, das verstehe ich nicht genau. Die werden dann, schätze ich mal, früher oder später schon das alles richtig machen. Die werden da schon noch hin und her fummeln. Deswegen würde ich mir wünschen, ich weiß nicht, wie das mit Twitch ist, ob die da einen Vertrag haben oder irgendwie viel zahlen, dass sie das etwas verlängern. Denn dann können diejenigen, die jetzt nichts bekommen, dann einfach was kriegen. Ein bisschen verlängern die Aktion. Oder warum nicht immer drin lassen? Vielleicht ist das zu teuer, ne? Vielleicht ist das ja zu teuer, immer drin zu lassen. Ich kostet dir ja Werbegeld, Gold. Diese Fahrerklingel, kann man sich nicht ausdenken. Ja, ist schon ärgerlich, ja. Ist schon ärgerlich, tut mir leid, sowas lesen zu müssen. Aber ich denke mal, die fixen das schon. Die fixen das und dann bekommt ihr alles nach. Kommt ihr alles nach oder sie verlängern das Ganze. Irgendwas machen die schon, die sind bestimmt nicht doof, dass sie dann uns einfach hängen lassen. Die sind bestimmt nicht doof, die machen das schon. Also kann ich mir vorstellen, also würde ich zumindest machen. Battle. Okay, ist ja gut, meine Liebe. Wenn, bin ich wenigstens nicht alleine. Ein kleiner Trost für mich. Ich glaube, das sind sowieso einige. Das ist schon komisch. So 10 Tage? Imagine. Das ist komisch, ja. Okay, guten Morgen. Bei mir klappt das mit den Drops, falls noch nicht gemacht. Gehe bitte auf euren Twitch-Account, klickt auf Drops und dann abholen. So wie ich verstanden habe, geht man auf abholen, aber es kommt nicht im Web. Also man klickt auf Twitch auf abholen, geht auf playkakaogames.com, auf meinen Account, Web-Inventory und schickt sie dem Char zu und dann sind sie hier als Geschenk im Spiel. Wo finde ich meinen Char? War glaube Level 10 oder so, sehe ich aber nicht. Bist du vielleicht am falschen Server? Also es gibt ja 3 Server zur Auswahl, hast du vielleicht falsch angeklickt? Ab 42. Jo, rein, da mal testen. Boah, ich hoffe, es ist nicht so viel PvP jetzt, wie gestern. Gestern war Ultra PvP da. Genau. NA und EU. Und es sind 3 Server, musst ja schauen, auf einen der 3 Server hast du deinen Char bestimmt. Jawohl. Geil. Hatte ich doch gestern hier auch. Immer wenn du über die eine Schwelle gehst, wo der Giftdrache ist, ist vorbei. Das Spiel... Ich weiß noch gar nicht, ob es zu laut ist. Ich finde es ein bisschen laut hier beim Drachen. Vorkommt, dass mal mein Passwort geändert hatte. Also du hast es... Wurde es geändert oder du hast es geändert? Dass dann irgendeine Verknüpfung zum anderen Account gemacht wurde. Warum ist das dann, warum meinst du, das ist komisch? Der war gestern woanders, krass. Kommt der nicht durch? Dann ist es ja okay eigentlich. Ich muss mal schauen, ich muss diesem Gift-Ding dahin. Liegt da nicht dran, bei mir ist das ja echt weird, ey. Interessant, dass der Boss woanders spawnen kann. Genau, das vielleicht verwechseln. Beim Start kannst du ja NA oder EU wählen. Im Launcher schon, ne? Im Launcher kannst du ja wählen NA. Hier ist eine Konfliktzone. Hier bin ich gestern immer verreckt. Nee. 10 bis 11. Und dann wieder 2 Stunden später. 10 Uhr ist das geringste der Uhrzeit. Hey, wie komme ich ins Gift-Ding jetzt hier rein? Wo ist das? So, links da. Mach das. Ich muss diese... Ich hab das gestern nicht geschafft, die Quest. Weil hier mal getötet wurde. Und hier ist auch diese Scheiße mit diesem blöden Gift hier. Aber vielleicht durch meine Heilung ist nicht mehr so schlimm hier. Ich kann mich ja so ein bisschen heilen hier. Ach ja, du bist heil. Okay, das hätten wir zusammengehen können. Ich kann mich auch mit dieser Fähigkeit heilen, wenn ich die aktiviere. Den Massenspott. Wenn ich jemanden töte, kriege ich ja 25% des Lebens zurück, während die Fähigkeit läuft. Aber es geht nicht die ganze Zeit, ne? Das geht halt immer nur alle, weiß ich nicht. Aber das mache ich halt, versuche das aufrecht zu halten. Noch so ein Käfer vielleicht mitnehmen. Jetzt kann ich es wieder machen. Jetzt kann ich wieder heilen. Wir müssen nur, wenn die mich halt treffen. Scheiße, wenn die Großen da sind, ist halt auch arschig. Die brauche ich noch gar nicht. Die Großen machen eine Menge Schaden. Versuche mich wieder zu heilen hier. Oh, ich würde schon gerne noch einen Char probieren hier. Kein Witz. Reizt mich schon so ein bisschen. Oh, wow! 23? Scheiße, Mann. Da bin ich mir nicht sicher hier. Jammer. Alle um mich herum machen so viel Schaden. Schurke zerstört mich mit seinem komischen Pfeilregen. Schießt so komische Teile auf mich. Der Slayer zerstört mich mit seinem komischen... auch seinem roten Wirbel da.
Alle zerstören mich instant mit einem kleinen Klick. Also, ich habe Arena gespielt und bin von jeder Kleinigkeit einfach vernichtet worden. Einfach vernichtet. Der Bot ist ein Netter, der grüßt euch und der grüßt sich. Na klar. Ist ein Netter. Schau hier. Da hier, Schurke. Da sind ein paar, die Probleme haben. Hier, Sherpa-Probleme. Was haben wir noch hier? Darkface. Wir haben noch ein paar mit Problemen hier. Leider. Ihr holt sie bei Twitch ab, aber sie kommen irgendwie nicht im Inventar an. Das ist halt doof und seltsam. Oh nee. Keine Chance, Alter. Keine Chance hier. Ist für PvP aus, oder? Ich werde mir irgendwie heilen hier. Alter. Ja, hier sind die anderen. Hier sind die da. Ich kann den gar nicht töten, diesen 8 Sekunden hier. Oh, wie hart ist denn der? Hallo. Danke dir, Premi. Scheiße. Playstorm versaut. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, huch. Hammer. Dagotti, vielen, vielen herzlichen Dank. Einfach für 2 Monate reingesagt. Vielen Dank für den Support. Willkommen beim 30-Tage-Party-Premiere-Power-Stream hier. Was geht? Ist super interessant, das Game hier. Moin. Danke, Dagotti. Der zweite soll laut Erzählung der wichtigste sein. Hast du geschafft? Auf weitere mindestens 2. Dankeschön. Das war sehr knapp, ja. Freund. Habe ich gestern nicht so eine Rolle geholt, dass ich hier wieder zurück kann? Ich nur wüsste, wie die ausschaut. Oh, was ist das? Monster, einzigartige Routen. Okay, nochmal. Ich habe die Quest eben abgeschlossen. Alles klar. Wie komme ich denn an dieses hier Ding da ran? Wie komme ich denn an dieses da ran? Verstehe ich gar nicht. Ich würde mir gerne so einen Stein hier holen. Ich würde gerne diesen upgraden hier. Für das nächste Mal die Instanz. Wie komme ich denn das da ran? Drachengarten RVR-Region. Boah, ich habe halt gar keine Chance. Da sind immer so viele. Jetzt halt nochmal die Quest. Ja, geil. Machen wir das doch, oder? Ich habe die von gestern abgeschlossen. Machen wir das nochmal. Yippie. Geil. Probier gerade.